Totschweigen hält sie für keine Lösung. Trotzdem, sie will heute über alles reden, bis auf den Tod. Denn sobald man über den Tod spräche, stünde er wie ein rosa Elefant mitten im Zimmer. Aber in ihrem Zimmer habe er nichts verloren. Über das Leben will sie erzählen. Und das war weder rosa, noch kam ein Elefant darin vor. Zum Ende des Gesprächs sagt sie, dass es das Beste sei, hier zu sein. Und sie kommt auf etwas zu sprechen, das ihr wichtig ist. Sie nennt es den Sterbeknigge. Und bei der Zusammenfassung ihrer wichtigsten Lebensstationen tut sie, was sie eigentlich vermeiden wollte. Sie wischt sich einmal über die Augen. Schauderhaft ist, wenn jemand zum Abschied sagt, wir besuchen dich bald nochmal. Bitte besucht mich nicht nochmal, besucht mich wieder. Das sind die Feinheiten im Sterbeknicke. Nochmal steht auf der roten Liste. Genauso wie beten Sie. Dass Sie sterben müssen, merken Sie spätestens daran, dass Geschenke nicht mehr aus der Krimi-Abteilung, sondern aus der Esoterik-Ecke stammen. Und angesichts einer CD mit Synthi-Rauschen und Wahlgesängen dürfen Sie nicht fragen, ihr schenkt mir Wahlgesänge? Etwa, weil die auch bald ausgestorben sind? Ist nicht alles schon deprimierend genug? Muss ich jetzt auch noch Wahlen beim Singen zuhören? Es gibt eine ganze Industrie mit Sinnsprüchen und bemalten Steinen. Schrecklich. Wissen Sie, mein Leben war weniger Triangel, sondern mehr Schlagzeug. Weniger Bächlein, sondern mehr reißender Strom. Und auch wenn ich heute aussehe wie eine Rosine, ich fühle mich noch wie eine Traube. Und ich wünsche mir ein Schlagzeug-Solo. Das war immer das Tollste bei Konzerten. Folgende Stationen müssen in die Improvisation. Meine große Liebe, mein totes Kind, meine wechselvolle Ehe, mein Spaß am Beruf, meine Lebenslust, die Diagnose, die Angst, die Zuversicht und die ganz große Frage. Klappt das in 2 Minuten 30?